Hallo ihr Lieben, so heute habe ich mal wieder Lust, was mit der Jelly Plate zu machen. Und ich wollte aber nicht so das ganz große Besteck rausholen, sondern ich habe mir die kleine genommen. Und zwar wollte ich halt nicht so, wenn man mit der Jelly Plate schafft, normalerweise muss man sich dann der halbe Nachmittag einplanen und man hat dann auch dementsprechend die Sauerei. Und jetzt habe ich aber gedacht, jetzt nehme ich mir die kleine Platte. Ich möchte auch mal probieren, Teebeutel zu bestempeln, weil ich habe so viele, weil netterweise sammelt mich mein Freund, seitdem er weiß, dass ich die brauchen kann, sammelt er die Teebeutel auf der Heizung und dann tue ich die immer auseinander machen. Das möchte ich probieren und dann habe ich mir ganz einfaches Kopierpapier genommen zum Bedrucken, weil ich finde, das hat einfach eine schöne Stärke, wenn man Cardstock nimmt, dann wird es oft so dick mit der Acrylfarbe und deswegen haben wir jetzt also einfach nur das Kopierpapier genommen. Genau, und ich will eigentlich das ziemlich simpel halten und ich zeige euch mal, ich habe schon mal so ein bisschen rumprobiert und was ich mir dazu genommen habe, sind einfach ein paar Schablonen. Dann habe ich so Bubblefolie, also so Luftpolsterfolie heißt es ja, mit großen und kleinen. Und dann habe ich mir, ich hatte noch vom Event von Marabu so Farben, die so ein bisschen gedeckter sind und die sind ja aus dieser Green-Serie. Die wollte ich mal ausprobieren und da zeige ich euch mal, da habe ich nämlich auch schon ein bisschen rumprobiert. Und zwar habe ich einfach, also ich fand es eigentlich auch ganz schön, so gedecktere Töne zu haben, dass nicht alles so quietschbunt ist. Dann habe ich mir hier aber auch mal ein bisschen Gold dazu genommen, zum Abnehmen von der Farbe. Und hier habe ich das auch genutzt, dass da noch ein bisschen, also einfach das Gold nochmal drüber, gar nicht so ausladend, dass das so fleckig wird. Und hier ist auch nochmal, da sieht man ein bisschen das, also da sieht man ein bisschen die Schablone. Aber es ist ja immer so, immer wenn man neu startet mit Jelly Plate, fängt man wieder ein bisschen von vorne an. Aber ich war jetzt eigentlich schon ganz zufrieden, weil ich, wie gesagt, so heute mal so denke, wir machen heute das kleine, die kleine kurze Session. Und mit der kleinen Jelly Plate, die habe ich sonst eigentlich immer neben der großen liegen und streiche mir da immer die Rolle ab. Jetzt habe ich mir einfach ein Blatt Papier hingelegt, damit ich es abstreifen kann. Genau. Und dann legen wir einfach mal los. Und zwar mache ich gerade noch einmal mit diesen zarten Farben. Später hole ich mir vielleicht auch mal noch ein bisschen was Stärkeres dazu. Also die ist ja so eher ein bisschen weicher, also nicht ganz so pastos die Farbe, aber an sich so ganz gut. So. Und dann mache ich mal los. Thank you.
So, ihr Lieben, so sieht mein Ergebnis aus. Und ich zeige euch das mal geschwind, ganz schnell, im Schnelldurchlauf. Legt das mal weg. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es immer so, wenn ich dann fertig bin mit dem Druck, dann denke ich immer, naja, also es sind jetzt keine Wunderwerke. Aber ich finde, also ich bearbeite die immer gern noch nach. Also grundsätzlich habe ich es mal so gemacht, dass ich eigentlich Farbe aufgetragen habe, habe dann eine Schablone draufgelegt, habe dann schon mal ein Blatt zwischendurch abgenommen und dann habe ich es runtergezogen und habe noch einmal, habe dann also das, was dann übrig blieb an Muster, habe das ein bisschen antrocknen lassen und dann Farbe drüber und habe es komplett nochmal abgenommen. Das ist mir oft genug nicht gelungen, weil ich zu ungeduldig bin. Man muss es irgendwie mehr antrocknen lassen. Und ja, also von dem her, ich bin halt wirklich nicht der Mega-Craig, was das angeht. Da gibt es ganz viele andere, die das 10-mal besser können, aber ich bin trotzdem ganz zufrieden damit. Was mir vor allen Dingen gefällt, ist, dass es so dezente Farben sind. Gerade zum Beispiel dann auch mit diesem Goldschimmer. Ich meine, das ist ja sowieso meins. Ich finde zum Beispiel auch das schön, was ganz schlicht ist mit so einem Elfenbeinton. Oder halt auch so, wo man wirklich nur ein Muster abgenommen hat. Also das gefällt mir schon ganz gut. Was mir überhaupt nicht gefällt, ist zum Beispiel die Variante. Da ist einfach zu viel drauf. Und dann noch mit dem Grau. Ja, also das gefällt mir eigentlich gar nicht. Mal gucken. Vielleicht stempelt man da noch was drauf oder so. Das ist nämlich so das, was ich jetzt gern machen möchte. Ich möchte gucken, ob man noch irgendwas drauf stempelt auf manche. Aber so im Großen und Ganzen, also was mir zum Beispiel auch sehr gut gefällt, ist das mit dieser Luftpolsterfolie. Das ist oft sehr simpel und finde ich macht einen ganz guten Effekt. Und da habe ich zwei und also auch wie gesagt mit diesen dezenten Farben. Das gefällt mir auch ganz gut. Dann habe ich ja ein bisschen Blau dazu genommen. Das hat jetzt nicht so die Wahnsinnsveränderung gehabt. Das hat mir, war mir dann oft zu farbig. Bei diesen Teebeuteln geht es mir so, das ist schön, die zu bestempeln, also für die Jelly Plate zu benutzen, aber da muss man schon auch noch ein bisschen üben. Ich finde es aber so ganz nett und denke mir, wenn man da noch ein bisschen drauf stempelt, dann ist das eigentlich auch nicht schlecht. Weil was zum Beispiel sehr gut funktioniert, das zeige ich euch hier mal, bei Teebeuteln ist, die zu bestempeln und dann mit, also so wie Mod Podge, aufzuziehen auf Cardstock und das wird total schön, weil das dann natürlich noch ein bisschen mehr rauskommt und das wäre bei einer Collage hier ja auch und ich habe gedacht, ich gucke jetzt mal, wo ich noch ein bisschen was aufstempel und ansonsten kann man da natürlich einfach eine schöne Collage mitmachen. Das ist mir zum Beispiel so nichtssagend. Da würde ich vielleicht noch ein bisschen was aufstempeln. Und die, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Da würde ich vielleicht noch ein paar Zahlen oder so draufstempeln. Weil an sich, mir geht's immer so, mir gefällt das Unperfekte. Das gefällt mir eigentlich viel besser. Und deswegen mag ich das ganz gern so ein bisschen drauf los zu platen, also mit der Jelly Plate. Und dann im Endeffekt das so für Collagen zu verwenden, mit dem, was halt rausgekommen ist. Und also was ich zum Beispiel da habe, was man drauf machen könnte, sind so ganz filigrane Blumenstempel. Dann, was auch immer geht, sind so Etiketten. Also das mag ich zum Beispiel immer ganz gern. Den finde ich zum Beispiel ganz toll. Der ist einfach, weil da ein Früchtetee drin war, ist ein toller Teebeutel. Also den habe ich euch da mal liegen lassen. Dann habe ich wieder so Vögel. Das fände ich eigentlich auch ganz schön, die zu bestempeln. Und dann habe ich auch hier sowas mit Zahlen und so Zahlenreihen und so. Und sowas finde ich macht sich immer gut. Und dann im Allgemeinen natürlich, das ist zum Beispiel so Schrift.
Also die muss man dann auch gar nicht irgendwie auf einen großen Block ziehen, sondern da kann man ein bisschen Farbe drauf machen. Muss gucken, wie rum es ist. Genau, und das dann so drauf stempeln. Das werde ich vielleicht auch noch ein bisschen machen. Aber ansonsten ist das als Collagepapier sicher jetzt nicht sage ich jetzt mal, der große Jelly Plate, geniale Wurf. Aber ich finde halt zum als Collagepapier gefällt es mir trotzdem ganz gut. Und genau, ich werde danach noch im Schnelldurchlauf mal eine kleine Collage machen und hoffe, dass euch das, dass ihr damit zufrieden seid. So, ihr Lieben, das ist die Ausbeute. Und ich wollte euch mal zeigen, was ich dann jetzt noch im Nachhinein bestempelt habe und was ich so gelassen habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, man muss dieses Material, das dabei rauskommt, ja immer als Collagematerial sehen. Und ich bin jetzt eigentlich ganz zufrieden, obwohl es bestimmt ganz viele gibt, die ganz tolle Jellyplate-Ergebnisse haben, die toll aussehen und die, wo sie sie abziehen von der Platte, schon ein richtiges Kunstwerk sind. Das ist bei mir ehrlich gesagt nicht. Aber ich denke, dass sie trotzdem ganz brauchbar sind. Und zwar habe ich die Sachen gelassen, weil das hat mir ganz gut gefallen. Gerade auch um so hell-dunkel und so bei den Collagen zu haben. Sie sind übrigens mal ganz andere Farben wie sonst bei mir, gell? Man bemerkt, obwohl so ab und zu blitzt blau und grün durch. Das habe ich auch überlegt, ob ich das noch bestempel. Aber da muss ich sagen, da gefällt mir auch die Farbigkeit ganz gut. Und ich weiß nicht, ob ihr das seht in der Kamera. Es ist so ein Goldschimmer drauf. Und da habe ich gedacht, das mag man vielleicht dann als Collage-Element dann doch einmal ganz gern. Dann die sowieso mit dem Gold, die habe ich gelassen. Die haben aber auch, hier sieht man ein Muster, das, wenn man es so im Licht bewegt, das finde ich ganz schön. Und hier habe ich noch so ein paar Goldakzente mit einem Lackstift drauf gemacht, dass das noch ein bisschen netter wird und hier auch. Aber an sich finde ich auch dieses Triste mal ganz schön. Das hat jetzt fast so was Blaugraues. Dann dieses hässliche Papier, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Da habe ich noch die Frösche drauf gestempelt. Da sieht man nämlich viel davon. Das wäre wahrscheinlich mehr was für Halloween. Oder halt ja irgendwie mal dazwischendrin. Das habe ich dann, da habe ich nur einen Teil bestempelt, weil dieser Schriftstempel ziemlich dominant ist. Habe ich noch ein bisschen was freigelassen. Da sieht man nämlich, das war so ein helles Blatt und da bin ich ganz drüber gegangen und dann sieht man nämlich viel. Aber an sich sind ja so so mit Schrift bedruckte Papiere ja auch ganz schön zwischendrin. Also das muss man ja echt sagen. Und da ist auch so ein Goldschimmer drauf. Und hier habe ich noch ein paar Punkte dazwischen gemacht. Und dann habe ich hier noch einmal meine Teebeutel. Also ich denke mal, da kann man sicher noch mehr rumprobieren. Das ist das, wenn man Teebeutel bestempelt und macht sie auf, klebt sie so mit Mod Podge auf. Und dann halt, wenn man sie auf der Jelly Plate druckt. Da muss man wirklich auch mal gucken. Also ich finde, da gibt es Sachen sicherlich, ja, das kann man sicherlich noch besser machen. Da denke ich mal, da ist noch Potenzial nach oben. Da, wie zum Beispiel den roten, habe ich mal so bestempelt mit Blumen. Und da könnte man natürlich auch mit Aquarell noch drauf gehen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Genau. Ja, und hier nochmal mit dem Blaugrün. Da hatte ich komischerweise auch fast Probleme, dass da überhaupt was sichtbar drauf wird. Aber das liegt halt am Farbauftrag und an der Farbigkeit, die man nimmt. Grundsätzlich finde ich es ganz schön, einmal so gedeckte Farben zu nehmen, weil es einem das leichter macht beim Collagieren. Genau. So, das war mal so ein kleiner Ausflug ins Jellyplaten. Also ihr habt da immer mal wieder Lust dafür, aber es geht euch sicher genauso. Man denkt dann immer, oh, heute passt es nicht, das Arbeitszimmer zu verwüsten. Aber da muss man, glaube ich, einfach denken, ach komm, jetzt mache ich mal geschwind, weil man muss nicht immer die große Jellyplate auspacken und alles verwüsten, sondern so mit der kleinen und mit dem Backpapier drunter und auch vielleicht mal wirklich auch so ein bisschen gedecktere Farben, kriegt man das hin, ohne dass alles versaut ist. Also ich muss echt sagen, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Und das wollte ich euch zeigen und hoffe, das hat euch ein bisschen weitergebracht und bis zum nächsten Mal. Ciao!